Hey Leute, willkommen zu dem schon siebten Part von MK8DO. Und ja, ich bin zurück, habe ja auch schon gestern ein neues Video gedroppt und möchte jetzt einfach so ein bisschen darüber erzählen, wie die 5 Tage Kurzurlaub, so habe ich es ja genannt, so waren. Allgemein natürlich Respawn Recap, wie das Turnier war und dann natürlich noch, wie es bei dem guten Tim, Miki und Jonas, aka SmasherDX, war. Denn mit denen habe ich mich eben nach dem Turnier noch für 3 weitere Tage getroffen, bei Tim zu Hause ein bisschen gechillt und gezockt und so. Aber fangen wir erstmal beim Turnier an, denn das ist natürlich ziemlich relevant, was meinen Smash-Kanal und so angeht, weil ich das früher natürlich auch sehr oft gemacht habe. Und ja, ich kann sagen, Respawn war bisher das beste Turnier dieses Jahr. Und es war halt einfach riesig. Also das war so das Erste, als ich dann ankam am Samstag. Es war eine Riesenhalle. Und ich glaube ungefähr 120 Teilnehmer. Man hatte aber viel mehr Platz für noch viel mehr Leute. Safe hätten da noch 200 mehr reingepasst. Deshalb hoffe ich, dass es dann doch, wenn die Location auch für nächstes Mal so behalten wird, dass dann auch wirklich mehr Leute confirmen. Ein großer Grund dafür, dass auch so wenig da waren, war halt, weil es an diesem Osterwochenende war. Also viele möchten da natürlich das Ostern und so mit Familie verbringen und nicht bei einem Turnier oder so chillen, aber ich hab's meiner Mutter eben mal so erzählt und gemeint, ja komm, ich mach das jetzt nur einmal, ne, dann lasse ich das mal, weil ihr wisst ja vielleicht, bei mir ist ziemlich mit Familie und so, ist bei mir ziemlich wichtig und bin ich auch noch ziemlich nah dran, weil ich ja auch immer noch hier wohne. Und deshalb hat sie es mir diesmal halt erlaubt. Also klar, ich kann das schon selbst entscheiden, weil ich auch 20 bin, wisst ihr ja, aber halt. Na, sie war nicht ganz so überzeugt von, aber meinte eben so, okay, mach halt. Und ja, wie weit ich gekommen bin, leider nicht so weit. Bin 33. geworden, was, ja, es ist nicht das, was ich eigentlich wollte, aber es ist eben ein Riesenturnier gewesen und es waren so viele gute Leute dabei, auch aus dem Ausland. Hab zum Beispiel gegen den guten Clemens verloren. Einfach mal der beste Yoshi in Österreich und auch da viert besser aus Österreich, hat sogar gegen Vic dann später gewonnen und ist Fünfter geworden. Also das ist halt auch so ein Loss, das war dann im Winners, wo ich mir dachte, okay, eigentlich, es geht halt schon klar, ich hätte ihn gerne besiegt, aber eigentlich war es absehbar. Und danach habe ich dann 2 Losers-Runden gewonnen und bin dann leider im Losers Finals, es gab ja sofort Bracket, keine Round Robin Pools, habe ich dann gegen den Lancelot verloren, der Beste aus Finnland, meiner Meinung nach sehr guter Diddy Kong Main. Also habe ich eigentlich 2 Niederlagen, die wirklich ziemlich akzeptabel sind. Ich hätte es natürlich gerne gewonnen, aber ja, manchmal trifft man eben einfach auf Leute, die halt besser sind als man selbst. Dann muss man es einfach akzeptieren und halt besser werden fürs nächste Mal. Das Event hat übrigens der gute Gluttony gewonnen. Der gewinnt ja eigentlich fast alles in Europa, wo er so halt dabei ist, weil ja, ich würde auch sagen, er ist der Beste in Europa und er wird wahrscheinlich auch, wenn er so weitermacht, unter die Top 50, wenn nicht sogar Top 25 weltweit kommen, weil der hat schon hart rasiert. Wie es mit meinen Kollegen, also SFZ und so aussieht, ja, auf jeden Fall haben wir da den guten Musa, den ich shoutouten muss, denn er hat einfach mal Purple Age besiegt im Winners und ist dadurch eben auch im Endeffekt, der hat dann halt gegen Gluttony verloren, was aber vollkommen okay ist, weil eben der ist halt OP. Aber im Endeffekt hat er Purple Age outplaced, der ja momentan, glaube ich, der dritte oder vierte sogar auf dem deutschen Power Ranking ist. Also wirklich sehr, sehr gut, dass er sich da diesen Win geholt hat und demnach wahrscheinlich auch auf dem deutschen PR landet. Ich sehr wahrscheinlich nicht. Ich werde wahrscheinlich auf dem Baden-Württemberg PR bleiben. Ich denke, da bin ich ja momentan Dritter. Ich denke schon, dass ich da droppen werde, aber ich bin trotzdem noch auf einem PR vertreten, ne? So ist es nicht, aber halt das deutsche PR hat sich momentan so geändert, dass da jetzt wirklich richtig gute Leute dabei sind. Man hatte ja, da wo ich es einmal drauf geschafft habe, waren ja 20 Leute dabei, wo man dann am Ende schon so gesehen hat, okay, das ist zwar Top 20, aber da ist halt wirklich ein Riesenabstand von der Top 20 zur Top 10. Jedenfalls, Gratulation dafür, es ist noch nicht offiziell, Musa, ne? Aber 9. hat er auf jeden Fall auf dem Turnier geschafft und das ist halt richtig gutes ST-Event. Also, ja, damit hat er sich, denke ich mal, den Platz gesichert. Der gute Silintor ist zum Beispiel dann auch 17. geworden, was eigentlich auch ganz gut ist. Er hat zum Beispiel, er hat gegen Luigi Player verloren im Losers, was auch, ja, vollkommen okay ist. Luigi Player ist ja auch richtig stark. Der ist ja, glaube ich, zweitbester sogar in Österreich, wenn nicht sogar Platz 1. Und ja, ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, dass das Turnier für uns alle ganz gut war. Wir hatten ein paar von SFZ, die natürlich gedrowned sind, wie der gute Paisen, aber
spielt auch nicht mehr so oft Smash 4 und hat generell auch eben zu mir so gemeint, ja, er steigt dann halt zu Smash 5 wieder richtig ein und tryhardet und jetzt möchte er einfach nur ein bisschen noch Spaß haben mit der Community und so. Damit ich die anderen auch noch shoutoute, die ich jetzt vergessen habe, damit, falls sie das Video sehen, sich nicht irgendwie benachteiligt fühlen, der Häschen, also SFZ, auch wieder eben, ist 17. geworden, hat ebenfalls gegen Luigi Player und leider knapp gegen Purple Age verloren. In den Matches hat man eigentlich gesehen, also gegen Purple Age, dass er schon dominierend war, aber im Endeffekt hat es der gute Purple Age dann doch noch ganz gut runtergespielt und halt, er hat immer wieder die Comebacks geschafft, kann man eigentlich schon so sagen. David hätte das auch schaffen können, hat er auch von sich selbst aus gesagt, so, er hat einfach behindert gespielt, ne, ich zitiere ihn einfach mal, aber was soll man machen, ne? Er hat einfach, Purple Age hat einfach im Endeffekt dann doch eben besser gespielt und hat dann den Sieg sich auch verdient. Und ansonsten noch der J-Band ist 25. geworden, hat gegen Blub und Ryuji verloren. Blub ist natürlich einer der besten BIOS in Deutschland und ist, glaube ich, auch noch auf dem PR, war jetzt in letzter Zeit nicht so oft bei Turnieren dabei, weil er, glaube ich, auch so ein Auslandsjahr oder ein paar Monate im Ausland gemacht hat und eine Freundin hat, soweit ich das weiß. Ich krieg da nur ein paar Sachen von ihm auf Twitter mit. Ich habe auch generell, musste ich einmal gegen ihn spielen, aber habe noch nie so wirklich mit ihm geredet. Weiß demnach auch nicht, wie er drauf ist. Aber ja, J-Band ist ja normalerweise auch so ein Typ, der sehr weit kommt, hatte eben aber hier sehr starke Gegner. Der Ryuji zum Beispiel ist auch so ein Typ, gegen den hat auch Silentor verloren. Der ist ein richtig guter Ike Main aus Frankreich, der einfach dauernd, keine Ahnung, halt mit seinem Ike ankommt und Leute kennen das Matchup nicht und dann kann er dadurch halt richtig gut abgehen. Also eben nicht, dass es nur daran liegt, dass Leute das Matchup nicht kennen, aber das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Den habe ich auch immer wieder, wenn man eben Samus Main ist, ne, dann ist es oft normal so, aber trotzdem, ich würde gerne mal gegen ihn spielen. Der ist oft bei den Manfleys in Stuttgart, wo ich ja eigentlich jedes Mal dabei bin. Und deshalb hoffe ich da mal, dass ich immer mal auf den treffe, damit ich mir auch mal angucken kann, wie das denn so läuft, weil Ike Samus Matchup ist eigentlich ganz nice. Wird schön gekombot und so und ja, würde ich auf jeden Fall gern mal gegen ihn spielen. Und ja, ansonsten war Respawn halt, das waren jetzt erstmal so die ganzen Ergebnisse und im nächsten Rennen sage ich dann gleich nochmal was Allgemeines dazu zu Respawn und auch, weil es ja 2 Tage ging, wo ich gepennt habe und sowas. Hat man natürlich alles auf Twitter mitkriegen können. Aber ja, da folgen mir ja nicht alle von, ne? Deshalb sage ich dazu gleich was. Also, Respawn kann man abschließend sagen, war nice. Ich bin zwar nicht so richtig weit gekommen, wie zum Beispiel damals auf Argon, was ja auch ein sehr, sehr großes Turnier war, aber ich hatte generell halt mega viel Spaß. Hab, glaube ich, die längste Offline-Session gehabt, die ich jemals halt so auf einem Turnier gemacht habe. Ich habe mit dem guten Mitom gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das Bild noch habe. Aber ja, ich hatte sehr, sehr viele Medaillen und er auch. Wir haben natürlich nicht nur Mains gespielt, aber war halt sehr nice, einfach mal gegen den Mitom auch offline zu spielen. Er war ja mal in Zwirklopt. Staffel 1 müsste es, glaube ich, gewesen sein, war er dabei. Und ja, es ist echt ein guter Mario-Main. Und macht einfach auch immer wieder Bock, gegen ihn zu spielen. Also auf jeden Fall hier auch nochmal von mir GGs, ne? Das war auf jeden Fall ein sehr nicer Part von Respawn eben, den es dann da für mich gab, dass wir einfach ein bisschen zocken und generell, ich habe irgendwie dann auch viel Cloud gespielt und muss sagen, ich kann den eigentlich ganz okay. Ich sag immer so, yo, mein Cloud ist voll scheiße, was ja irgendwie auch stimmt im Vergleich zu anderen Clouds, aber so an sich, ja, kann ich den eigentlich schon spielen. Ich muss ihn einfach nur mehrere Matches warm spielen, dann hat's eigentlich ganz gut geklappt und ich konnte Mitom auf jeden Fall für Mitom auf jeden Fall mit ihm ein guter Gegner sein, würde ich mal sagen. Und ja, jetzt Unterkunft. Die Sache bei Respawn war eben, weshalb auch vielleicht nicht so viele confirmed haben. Es war erstens an Ostern und zweitens war es relativ teuer. Also ich glaube, es war das teuerste Turnier, auf dem ich bisher war. Hat mich insgesamt 100, ja, gute 150 Euro, wenn man halt Bahnticket und so noch dazu zählen will und mit Verpflegung dann sogar irgendwie 200 Euro gekostet. Werde ich auch, wenn es nochmal so teuer wird, nicht mehr machen. Das muss ich halt sagen, weil das ist echt krass. Für ein paar Tage eben so ein Event, dass das dann halt wirklich so viel kostet. Vor allem die Unterkunft. Also man konnte halt in so einer Halle pennen. Für 47 Euro. Das war halt absolut übertrieben. Also nicht, dass ich das gemacht habe, aber ich möchte euch nur erzählen, dass die Möglichkeit war, eben bei Respawn zu pennen. Für 47 Euro. Und dann konnte man Schlafsack und so eine kleine Matratze, damit man nicht auf dem harten Boden liegen muss, mitnehmen. Aber trotzdem, es ist halt fucking teuer. Und deshalb haben wir uns gedacht, also SFZ,
vor allem der gute Kai hat für uns das organisiert, also Peisen, dass wir uns in der Nähe einfach ein Hotel buchen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt auf Twitter, aber das war einfach die pure Gönnung. Das war 3 Euro teurer, als bei Respawn zu pennen, und das war halt wirklich eine komplette Ferienwohnung. Ja, war es einfach. Und das war sehr, sehr nice und hat wirklich nochmal so ein bisschen einfach, wie soll man sagen, nochmal ein bisschen so Respawn schöner allgemein für mich gemacht, weil das halt nach dem Event oder nach dem Turnier dann eben mega nice war, noch da bei diesem eben Hotel einfach mit noch den SFZ-Leuten zu chillen. Wir haben uns lecker Essen bestellt und noch ein bisschen gezockt und so. War schon nice. So, das Schöne war ja dann eben, dass es nach Respawn noch weiter für mich ging. Wie gesagt, das war wie Kurzurlaub. Event war in Mainz und ich bin dann nach Ingelheim gefahren. Die genaue Adresse werde ich natürlich nicht nennen, ne? Sonst wird der Team hier von allen besucht und wird Pizza zu ihm bestellt, so wie bei Tanzverbot, ne, ihr wisst Bescheid. Jedenfalls war es halt ein bisschen stressig, dahin zu finden, weil ich mich mit den Busverbindungen und Bahnverbindungen gar nicht so gut auskannte, und es war halt auch Ostermontag, da sind dann weniger Busse und so gefahren. Aber wir haben es dann trotzdem geschafft, irgendwie, ich glaube um 11 oder 12 bin ich los und wir waren dann um ungefähr 15 Uhr bei ihm zu Hause. Ich habe mich eben mit dem Miki getroffen, den, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, bin ich mir jetzt überhaupt nicht sicher, ob er schon einmal auf meinem Kanal so vertreten war, weil er hat Smash nur für den 3DS, und ja, jetzt lohnt sich halt auch gar nicht mehr Smash, also eine Wii U überhaupt zu kaufen und dann Smash, das bringt ja gar nichts mehr, wenn eh bald schon Smash für die Switch erscheint. Da wird er dann dabei sein und wird, denke ich, auch öfter bei Videos mitmachen, aber so haben wir jetzt noch nicht wirklich was gemacht. Jedenfalls habe ich mich eben mit dem getroffen, bin zu Tim gegangen und dann sind wir zu ihm halt zum nach Hause gelaufen. Und was wir da noch so gemacht haben, war halt einfach ein bisschen eben chillen. Wir haben viel Smash gezockt, wir haben Kirby Star Allies gezockt. Ich erwähne es immer wieder, aber auf Twitter hat man auch gesehen, dass ich da vor allem Max, diesen Boss aus Kirby Superstar und Kirby Superstar Ultra, mega gefeiert habe. Also ich habe die alten Kirby Games gezockt, das ist ja das Lustige. Die habe ich damals gespielt und ja, ich hatte ihn einfach überhaupt nicht mehr so im Kopf, dass es den überhaupt gab. Und als der eben da als Streamfriend, als ja kostenloses DLC eben hinzugefügt wurde und ich den da immer zocken konnte, im Story Mode und so. Alter, der Charakter, ich will den für Smash. Habe ich ja auch im letzten Video gesagt und bin ich halt immer noch der Meinung, der ist einfach mega nice. Und allgemein, Kirby Star Allies war ein gutes Spiel. Kirby ist halt so eine Sache, viele Leute verstehen das nicht und sagen, jo, das ist viel zu leicht, das ist ja überhaupt keine Herausforderung und so, aber das ist halt Kirby auch nicht. Kirby ist kein Spiel, wo man eben richtig krass Rätsel lösen muss oder richtig krass schwere Endbosse hat. Es ist einfach so ein Game, wo man sich so zurücklehnen kann und so ein bisschen chillen kann. Wie so ein Slice of Life Anime, wo nichts allzu krasses passiert, aber es ist trotzdem nice, einfach sich eben da hinzuchillen, das ein bisschen zu zocken und so. Vor allem eben mit Freunden. Also es hat mega Spaß gemacht. Wir haben es nicht komplett durchgespielt bekommen. Ich musste halt am Mittwochabend schon gehen und wir haben jetzt nicht wirklich den ganzen Tag lang Kirby gesuchtet. Deshalb habe ich mir den Endboss dann schlussendlich zu Hause in einem Let's Play von Alpharet angeschaut, aber trotzdem, das war auf jeden Fall, würde ich schon sagen, ein gutes Game. Gute 8 von 10, würde ich sagen, ja. Ich habe ja in meinem letzten MKHDO-Part im Thumbnail auch einen Kirby gehabt. Der sollte jetzt eigentlich dafür dienen, um eben darauf hinzuweisen, weil ich eigentlich vorhatte, das aufzunehmen. Ich wollte auch noch Smash allgemein halt aufnehmen, also einfach die Friendly Sessions, die ich da hatte bei dem Treffen eben, aber naja, ich weiß nicht genau, ob ihr das so richtig verstehen könnt, aber wenn man dann da so sitzt, also erstmal macht man sich da so Gedanken darüber und denkt sich so, yo, ist ja voll cool, wenn ich das dann mit denen aufnehmen kann, aber wenn man dann da so sitzt, dann, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie nicht so getraut zu sagen so, yo, jetzt nehmen wir was auf und jetzt machen wir das, ich will jetzt nichts behaupten, aber haben jetzt nicht so den Eindruck gemacht, als hätten sie auch mega Bock darauf, aber trotzdem, ja, habe ich mich eigentlich einfach nicht so getraut, deshalb habe ich da leider doch nichts aufnehmen können, ansonsten hätte ich eben jetzt ein volles Let's Play Together sozusagen von Kirby Star Allies gehabt, was natürlich schnell rum wäre, weil das Game allgemein auch nicht wirklich lang geht, es sei denn, man spielt es halt zu 100%, dann geht es glaube ich so 6 bis 8 Stunden, ansonsten eher 4 bis 5 Stunden oder 3 bis 4 Stunden wohl eher, aber ja, ist nicht passiert, also werde ich da auch nicht viel drum reden. Ist auch nicht schlimm, weil es hat so oder so Spaß gemacht. Und es war so oder so halt richtig nice, eben die Leute mal zu treffen. Ich glaube, den Tim und Miki kenne ich jetzt schon seit fast 4 Jahren oder fast... Ich bin mir da nie genau sicher, aber TSB existiert ja schon seit fast 4 Jahren und Tim ist auch schon fast
seit Anfang dabei ist, heißt ja so gute 4 Jahre oder 3,5 ungefähr, kenne ich die jetzt schon, ist also mega nice. Und eben Smasher DX ist ein Kumpel von denen, Kindheitsfreund, soweit ich weiß, deshalb, ja, der war auch richtig korrekt, war leider ein bisschen krank, weshalb er sich halt auch ein bisschen zurückhalten musste, aber war schon nice und generell halt einfach, muss wiederholt werden, haben wir uns allen gesagt, das muss auf jeden Fall wiederholt werden, weil es richtig nice war. Und eben mal sehen, vielleicht bekommt ihr dann nächstes Mal irgendwie was mit, sei es auf irgendeinem Vlog oder irgend sowas, keine Ahnung, aber das wird auf jeden Fall wiederholt und vielleicht kriegt ihr dann eben mal mehr davon mit, als einfach nur so davon zu hören. War auf jeden Fall alles in allem sehr, sehr schöne 5 Tage, die ich da verbracht habe. Meine Mutter hat natürlich gemeint, so machst du was nie mehr. Ist halt wie damals irgendwie Klassenfahrten oder so, wenn man erstmal 5 Tage von zu Hause halt weg ist, ne? Und ja, jetzt chill ich halt wie immer wieder zu Hause. Hab bald dann hoffentlich einen Job und gehe wieder arbeiten. Hab ich ja euch auch schon mal gesagt, dann gibt's natürlich wieder weniger Videos, aber sollte alles trotzdem noch okay sein. Und ja, jetzt gleich im letzten Rennen. Ich mache jetzt das Rennen noch und dann noch ein Rennen. Da möchte ich einfach nochmal drüber reden, wie es denn hier jetzt weitergeht. Denn die Sache ist, ich habe immer noch nicht meinen GameCube-Controller-Adapter. Den hat der gute Musa leider vergessen. Das ist, will ich ihn ihm jetzt nicht dafür renten oder so. So, ja, du hast den vergessen, voll scheiße. Weil ich bin ja der ihn ursprünglich beim Clan-Treffen vergessen hat. Aber wenn er ein Ehrenmann ist, habe ich ihm auch schon geschrieben, dann wird er mir den GameCube-Controller-Adapter einfach zuschicken. Ich habe ihm meine Adresse genannt und ja, mal schauen, ob ich den in den nächsten Tagen erhalte. Dann geht's auf jeden Fall wieder auch weiter mit Smash-Content, weil so möchte ich jetzt nichts bringen. Also das mit dem kein Smash-Content stimmt jetzt nicht ganz. Also damit meine ich natürlich wirklich Smash-Gameplay und nicht halt eben über Smash reden, so wie bei Smash Day oder so. Weil eben, ich habe halt den Adapter nicht, das heißt, ich kann nicht mit GameCube-Controller spielen. Ich habe halt so einen Ersatzcontroller, mit dem ich überhaupt nicht so zurechtkomme. Das heißt, vielleicht kann ich eben sowas wie For Glory Challenges oder so damit aufnehmen. Halt so eine Controller Challenge oder ich lasse mir irgendwas anderes Lustiges mit dem Controller einfallen. Aber mal gucken. Mal gucken, weil es ist halt immer so, man muss sich halt immer umgewöhnen und es fühlt sich einfach nicht richtig an, das mit einem anderen Controller zu spielen. Deshalb hoffe ich eben einfach, dass Musa Ehrenmann ist und mir den Game Controller Adapter zuschickt, damit es auch so schnell wie möglich weitergehen kann. Weil eben, ich habe eigentlich versprochen bzw. halt announced, dass jetzt dann 2-mal die Woche zu mir kloppt kommen soll und das funktioniert halt so nicht, wenn ich keinen Game Controller nutzen kann, weil dann möchte ich das eben nicht aufnehmen, weil ich dann erstmal schon von Anfang an halt so ein Defizit habe. Und das ist halt einfach nur unschön. Das möchte ich nicht machen. Ja, ansonsten kann ich natürlich noch erzählen eben, dass ich jetzt wieder back bin und es halt jedes Mal, wenn ich so zurückkomme von einem Event oder halt einfach, wenn man eben länger nicht zu Hause war, dann ist es immer so ein richtig nice Gefühl, sich zu Hause hinzuchillen, ins Bett mit dem Laptop und dann einfach YouTube-Videos und so zu gucken und vor allem auch Anime. Ich habe zum Beispiel Violet Evergarden, habe ich gestern fertig geschaut, da kam gestern die letzte Folge von und ich habe die letzten 3 Folgen verpasst, das heißt, da konnte ich erstmal richtig schön eine Stunde einfach Violet Evergarden genießen und da kann ich euch auch einfach nur sagen, gönnt euch den Anime. Es ist jetzt mein 3. Lieblings-Anime geworden, weil es ist einfach perfekt für mich gewesen, genau das, was ich will. So eine richtig schöne Drama-Story, die jetzt nicht, wo es nicht allzu viel krasse Sachen passiert, aber es ist einfach schön anzuschauen und halt war wirklich traurig und es gab auch noch kein Anime, wo ich wirklich so gut wie jede Folge halt weinen musste, weil immer wieder eine andere traurige Geschichte erzählt wurde, weil es halt in dem Anime generell darum geht, dass eben diese Violet, sie hat Gefühle, aber sie weiß nicht, wie sie damit umgeht und was das überhaupt alles so bedeutet und dann lernt sie eben im Verlauf ihrer Reise da verschiedene Arten von Liebe kennen. Und das ist jedes Mal wirklich traurig gewesen und jedes Mal ziemlich rührend. Ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und die Sache ist, ich werde irgendwann auch mal Anime-Content bringen. Das habe ich mir jetzt so überlegt. Nicht dieses Jahr, weil dieses Jahr wird, wie gesagt, Smash für Switch abgehen. Aber ich denke, 2019 kann man dann auch Anime-Content erwarten. Ob es jetzt wirklich so richtig krasse Anime-Reviews sind, weiß ich nicht, ob ich dafür gemacht bin. Weil ich eigentlich halt ziemlich oft sage, so, jo, der Anime ist halt richtig gut und weiß jetzt nicht, ich bin da nicht so der mega krasse Kritiker. Aber Anime ist einfach so auch so ein großes Hobby von mir neben Gaming eben, deshalb, ja, denke ich mal, dass ich das auch immer mal auf meinen Kanal einbinden werde. Gut, abschließend jetzt, ohne eben ein Rennen noch, kann man einfach nur sagen, Respawn und das Treffen allgemein, die geilen 5 Tage waren richtig nice, eine richtig schöne Zeit, das ist jedes Mal wieder cool mit den SFZ-Leuten zu chillen, ist einfach der beste Clan, muss man einfach so sagen. Ist einfach wie eine richtige Familie, und eben sind alle mega korrekt gewesen und
dass wir da eben so eine Ferienwohnung hatten, war halt absolute Gönnung. Und eben bei Tim war es auch mega nice. Die waren alle mega korrekt zu mir. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Was es eben sein wird, ob Smash-Content sein wird oder irgendwas anderes, bis ich meinen Controller habe, werden wir dann schon sehen. Ich bin jedenfalls wieder back und ready für Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin, haut rein. Ciao.